jetzt haben wir es gepackt. Ja. Hallo. Ja. Herzlich willkommen in unserer Privatsauna. Weil wir haben es immer so warm. Moment. 29 Grad. Ja, geht noch. Wir haben 29 Grad und also die Evi wird selbst schon noch riechen. Ich habe jetzt gerade wieder Deo auf. Nein, ich habe Deo aufgelegt. Nicht weil ich stink, sondern weil wir heute Abend, wir haben ja Wolle Spezial. Ja. Und das heißt, wir werden natürlich einige Modelle anziehen. Und da wir jetzt schon 29 Grad haben, wird es uns heißer und heißer. Also wenn es denn die Gesichtsfarbe noch mehr wechselt, also bei mir zumindest, hat es nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche unanständigen Sachen machen, sondern weil wir unsere Modelle anziehen und sie euch zeigen. Ja, ein bisschen was haben wir gestrickt, ein bisschen was haben wir fertig bekommen. Also da zeigen wir euch einfach die Wolle dazu. Und was für schöne Farben das gibt. Und das kann man auch alles mit richtigen Stricknadeln stricken. Da ist man auch total schnell fertig. Mhm. Ja, und es ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil von unserer Auswahl. Ja, wir mussten jetzt wirklich irgendwie am Riemen reißen. Viel größer. Dann müsste man tatsächlich die Irena, guck, das ist meine Nichte. Hallo Irena. Irena nach Hamburg. Ja, schön, wunderbar. Also, wir sind präsent in der ganzen Republik, entweder jetzt sofort oder später in der Nachlese kann man uns natürlich auch wieder weiterverfolgen. Und wir fangen an. Mit Melbourne. Jawohl, mit Prolana. Ja. Das ist eine sehr schöne. Das ist eine Baumwoll-Alpaka-Mischung. Genau. Mit Alpaka fein, mit Polyamid. Total puschelig. Also das sieht man schon, der Flaum oder der Flausch, die ist so richtig, sie kratzt nicht mal jetzt, wo so heiß ist. Und die gibt es natürlich auch noch in vielen anderen Farben. Genau. Und so leicht meliert. Jetzt zum Farbverlauf, sich, genau. So wie gestromt. Ja, ja. Ja, schaut mal, da ist, man sieht es im Farbverlauf, das ist so ein bisschen, geht es vom Hellen ins Dunkle und dann gibt es so ein heller Beilauffaden, der zieht sich einfach durch den ganzen Knäuel und das sind die 12% Polyamid, die da drin sind. Das ist so ein glänziger Faden und dann gibt es so dieses Melange, diese Melange-Optik. In diesem Wollknäuel, der in sich einfach so wirklich ganz sanfte Farbübergänge hat. Es ist super kuschelig. Ja, wunderschön für Schals oder natürlich auch Pullis. Genau. Da haben wir ein tolles Modell. Da haben wir jetzt noch keine Zeit gehabt zum Stricken. Nee. Aber man sieht es ja auch so. Das ist so. Und wie gesagt, das ist der Knäuel, 50 Gramm, läuft 150 Meter. Und wenn wir so euch jetzt ganz, ganz klar beichte, ganz zu Anfang, wir haben unsere Hausaufgaben heute nicht gemacht. Es gibt zu der Wolle natürlich immer Preise. Die hätten wir euch jetzt auch gleich, hallo Christian, guten Heimweg nach Hause. Die hätten wir euch gleich auch gern gegeben, aber wir müssen immer dahinter hinlaufen und bei der Hitze. Und wir haben die Hausaufgabe nicht gemacht, das heißt, wir haben leider die Preise nicht dazu. Ja. Aber natürlich könnt ihr euch uns jederzeit einfach unverbindlich anfragen oder bei uns vorbeikommen und dann geben wir euch die Preise weiter und einfach eine unverbindliche Preisanfrage ist immer möglich. Und in welche Farben es noch gibt, falls ihr irgendwelche besondere Farbwünsche habt. Genau, also dann 60% Baumwolle, 28% Alpaka, 12% Polyamid und eine Lauflänge von 150 Gramm. Und das sind zwei von den Beispielen. Ja. Und mit Stricknadeln kann man es auch recht groß stricken, grob wahrscheinlich. Ja, 6 bis 7. Das ist ein Ruckzuck da. Jeden Abend ein Teil, ist man in 4 Tagen fertig. Die Evi schon, die ist ein Strickprofi. So, wunderbar. Also von Prolana, Melbourne. Ja. Und ich habe hier auch von Prolana ein ganz weiches Garn. Das ist 90% Schurwolle und 10 Polyamid und läuft auch 150 Meter. Das ist auch so ein meliertes Garn. Also das ist leicht gestrickt. Wo sieht man es denn so? Das ist wie so ein Strickbändchen. Ja, das ist wie so ein Strickbändchen in verschiedenen Farben, so in sich meliert. Und dass ihr euch eine bessere Vorstellung machen könnt, ist hier auch ein Modell zu sehen, so wie die Farbe rauskomme. Genau, die Modelle haben wir ja auch hier, die gibt es auch bei uns, gibt es die dazu. Ja. Wenn jemand ein Modell haben möchte, könnt ihr die Anleitung dann auch mit der Wolle dann auch dabei. Und natürlich auch in verschiedene Farben. Genau, ich habe noch eine zweite Farbe, so eine schöne, die passt die Farbe passt zur Evi, das ist Evis Farbe. Ja,
Also ein wunderschönes Strickbändchen und 90% Schurwolle und 10% Polyamid von Prolana auch, von unserem Haus- und Hoflieferant von Langendorf und Keller. In diesem Sinne einfach ein Gruß dahin. Wir sind immer gut beraten und gut bedient. Wir freuen uns immer, wenn wir hier mit denen zusammenarbeiten dürfen. Da haben wir auch noch andere, die Kizeta, das ist mit Seide, nehmen wir her. Die ist auch super schön als Beilaufgarn. Das bringt so ein bisschen einen Kuschelfaktor in der Merino-Wolle. Also die haben wir ja in allen Farben da. Genau. Also wenn ihr was braucht, da einfach euch melden. Und wie gesagt, die Laus ist von Langendorf und Keller und die gibt es bei uns. Und die hat auch eine Lauflänge von 150 Meter und ist mit Nadeln 4,5 bis 5,5 gestrickt. Also auch eine schöne, kuschelige, organische Geschichte. Ja. Und die kann man mit Sicherheit sogar mit 7er Nadeln stricken. Also kommt immer auf das Muster drauf an, was man macht oder auf den Effekt, den man erzielen möchte. Okay, dann gebe ich das jetzt mal so weiter. Du gibst es so weiter. Was mache ich denn weiter? Ich habe hier, ich zieh einfach mal das erste Modell an, weil irgendwann muss ich ja dran glauben. Das hilft ja gar nichts. Ich habe jetzt extra relativ wenig an, damit ich alles drüber anziehen kann. Aber es ist wirklich, es ist kuschelig, es ist weich, und es warm. Ist schön und es ist warm. Aber was tut man nicht alles, um, wie heißt es, Show must go on? Wir tun das für euch, damit ihr heute auch was Anständiges seht, damit ihr euren Spaß habt mit uns und damit ihr auch schöne Sachen sehen könnt. Schaut mal, das ist jetzt eine ganz, ganz coole Jacke. Richtig lässig. Lässig im Farbverlauf. Da haben die Wolle einfach ineinander reingehen lassen und das ist wirklich richtig, richtig schön. Die Katja ist auch dabei. Wunderschönen guten Abend, Katja. So, also. Schön Katja, luftig. Luftig, eine ganz einfache Schnitt. Gibt es eigentlich das Schnittmuster auch? Das ist in dem Heft drin. Ist es in dem Heft drin? Ja. In diesem hier? Ich muss mal suchen. Ja. Also es ist ein ganz einfaches Schnittmuster, es ist eine schöne Wolle und ich zeige euch jetzt gleich die Wolle dazu. Ich ziehe es aber wieder aus. Sonst wird es gerade gleich ein bisschen... sie hat es schon gefunden. So, jawohl. Das ist in diesem Filati-Heft Nummer 66 von Lana Grossa. Auch natürlich als Schal nochmal zu stricken. Da kann man ja die diversesten Muster machen, Modelle. Muss ja nicht das stricken. Genau. Aber kannst du es vielleicht mal von vorne zeigen? Das Heft. Einfach. Das ist das Heft. Und die haben wir ja auch immer da. Also wir haben die aktuellen Hefte von Lana Grossa. Ja. Die aus der Saison, die haben wir alle da. Genau, ab der Herbstsaison haben wir alle Hefte von Lana Grossa, Filati. Die kleinen Booklet für Tücher und die für Merino-Wolle, einfach für die verschiedenen Qualitäten. Und diese Wolle, das ist jetzt die Setasuri, Setasuri Big, das ist eine Mischung, 70% Alpaka und 20% Seide und 10% Schurwolle, also eine 100%, das ist die, oder? Ja. Das ist die hier, genau. Das ist eine 100% Naturfaser und die hat eben so einen Glanzfaden und hat aber auch diese typischen Flauschteile da dran. Und das ist tatsächlich auch die Farbe, die da verstrickt worden ist. Und das sind immer 25 Gramm Knäuel und die laufen 100 Meter, die laufen also ziemlich lang. Und ich habe jetzt einfach mal, weil das ja so eine dreiteilige Jacke ist, habe ich einfach mal andere Farben hier mitgebracht und die könnte man sich jetzt auch im Farbverlauf vorstellen. Schaut mal, das ist einfach eine Das ist einfach nur ein Beispiel. Wir haben noch viel mehr davon da. Aber dieses Beispiel habe ich euch mitgebracht. Das ist wunderschön mit diesem, sieht aus ein bisschen wie Sommerurlaub am Strand. Die Katja war am Strandurlaub und die hat ganz viel von diesen Farben gesehen. Und das ist so ein bisschen wie das Meer auf Sardinien. Und dann habe ich euch nochmal eine andere Farbkombi einfach aufgenommen von diesem Beispiel mit der Jacke. Schaut mal über Grau. Ich würde es jetzt so rum, Moment. So finde ich es schöner. Über Grau, dieses zarte Rosé und dann diesen Beereton gibt auch schöne Übergänge. Und dann kann man da weiß mit Rosa und Rosa dann mit diesem Beereton kann man wunderschöne Jacken stricken oder Schals stricken. Schönen Farbverlauf. Wie gesagt, der Knäuel wiegt 25 Gramm und ist aus 70 Alpaka, 20 Seide und 10% Schurwolle. Und wird mit Nadeln 5 bis 5,5 gestrickt und die läuft 100 Meter pro 25 Gramm. Wie gesagt, Preise gibt es auf Anfrage. Evi, ja, du bist warm angezogen. Ich bin schon warm angezogen, es muss jetzt ratzfatz gehen. Ja, und zwar, das ist auch ein Flauschgarn, die heißt Piobella.
ist also ganz luftig. Es ist Alpaka, 59 Alpaka, 20 Polyamid und 15 Kaschmir und 6% Schurwolle. Also es ist total luftig. Also es ist leicht. Man kann es im Sommer, am Abend kann man das gut tragen. Oder natürlich auch ein Shirt drunter. Und es ist ein bisschen weich geschnitten und nicht so lang. Natürlich, wenn man größer ist, kann man es länger machen. Mhm. Aber man kann es natürlich auch noch kürzer machen. Ja, mit Taschen drin, also auch dieses Modell. Wenn ihr da Bedarf habt, können wir euch das zukommen lassen. Und die Wolle natürlich, die gibt es in vielen Farben. Also das ist jetzt das Mint. Dann gibt es in so einem Schilfgrün, in Pink, natürlich auch ganz aktuell, oder in dem Grau, passt auch immer zu allem. Dann, das ist eine schöne Farbe, das Petrol, Richtung Petrol und Natur. Und es gibt noch Hellgrau, also ja, einfach Anfrage, wenn ihr eine andere Farbe sehen möchtet. Und da weiß ich sogar, der Preis ist 5,95 Euro. Anbieter. Ich weiß den Preis. Jetzt sagst du, ich zieh mich jetzt aus. Super, sie zieht sich raus, besser sie geht. Evi, weißt du, aus welchem Heft diese Anleitung ist von dieser wunderschönen Jacke, die ich hier anhabe? Die ist aus einem letztjährigen Heft. Aus einem letztjährigen Heft. Also ich kann euch keine Anleitung bieten, aber ich habe diese wunderschöne Jacke. Das Heft kann ich auf jeden Fall sagen, aus welchem. Ja, ist mega. Mega schön. Die hat Abschlüsse mit Zopfmuster und die hat hier Zopfmuster am Raglan. Das sieht super schön aus. Schaut mal. Und die ist jetzt etwas länger gemacht. Das ist so eine richtige Kuscheljacke. Könnt ihr euch vorstellen. Also wenn es jetzt irgendwann dieser Hochsommer hier vorbeigeht. Ich kann mir das zwar gerade noch nicht vorstellen, aber ich sehe, das stehen wir so hier. Dann haben wir kalt, wir haben irgendwas drunter und dann tun wir, ich glaube, muss ich hinter mal aufmachen. Deine Tochter steht da. Ah, okay. Und dann kann man einfach sich in so eine Jacke einkuscheln und die ist super schön. Schau mal, die hat Taschen drin und natürlich hat die Evi die gestrickt, weil die Evi ist ja unsere Strickmeisterin, die macht das so toll. Und ich zeige euch auch, womit die Jacke gestrickt ist. Sie ist nämlich aus zwei Qualitäten gestrickt. Und diese, die ich hier anhabe, ist tatsächlich aus diesen zwei Qualitäten gestrickt. Das ist diese zwei Wollknäuel. Aber die sind einfach gemischt, die hat sie miteinander laufen lassen. Das eine ist die klassische Cool Wool Merino Wolle, 100% Merino, mit einer Lauflänge von 160 Meter. Und das andere ist die Natural Alpaca Pelo, das ist diese hier, auch, also beides von Lana Grossa. Und das ist dann eine Mischung wieder mit Baumwolle, 63% Baumwolle, 31% Baby Alpaka und 6% Schurwolle. Auch hier ohne Poly. Und das ist natürlich so eine 100% Merino Wolle. Und da hat sie einfach dieses wunderschöne Limettegrün mit diesem ganz helle Schilfgrün. Und dann kommt das dabei raus. Schau, ist einfach wunderschön. Und das eine ist so ein bisschen meliert auch. Und das ist einfach die glatte Merino Wolle. Beides wunderschön zu verstricken. Weißt du, mit was für einer Nadelstärke du das gestrickt hast dann? Acht. Also mit 8er Nadeln heißt, ihr seid wieder toroschnell so unterwegs. Fertig, ja. Also ich meine, zum Zöpfeln braucht man halt ein bisschen länger Zeit. Also ich zumindest, die Evi nicht. Und das sind einfach die zwei Alpaka Pelo, Natural Pelo und die Cool Wool. Und das ist diese Kombi, die ich jetzt anhabe. Aber ich habe natürlich noch andere Kombis dabei. Ich habe hier ein Rot Natur mit einem Natur gemischt, schaut mal, das kann ich mir vorstellen, sieht auch super cool aus, einfach diese zwei Sachen zusammen verstricke und dann gibt es so eine tolle Sache. Und ich habe noch zwei weitere Kombis, das Rot mit der Natur ist so ein bisschen feuriger, aber das ist ein schönes erdiges Rot, das heißt wunderschön jetzt für den Herbst. Und das geht natürlich auch in diese Herbstgeschichte. Ein braun-beige mit einem ganz hellen Beige zusammen gäbe dann auch wieder so eine tolle dicke Jacke. Einfach immer eine Merino-Wolle, eine 100% Merino mit dieser Natural Alpaka Pelo. Und es gibt einfach diese Kombination. Und ein letztes, ein bisschen gewagter, ist diese Alpaka Pelo in diesem Rosé meliert.
und ein richtig pinkiges dazu. Und da kann ich mir auch vorstellen, es gibt einfach eine ganz tolle Jacke. Und ich glaube, das ist wirklich so dick und so kuschelig, da kann man wirklich so lange Teile machen. Und dann ist der Popo warm und die Taille und die Nieren sind warm und egal, ja, was passiert. So. Ja. Und die Merino gibt es natürlich in jede Menge vielen Farben, wo man da Kombis machen könnte. Ja, ich schwinge mich auch schnell in ein anderes Kleidungsstück. Ich kann mal die Merino zeigen vielleicht. Ja, genau. Ich zeige euch die Merino. Aber nicht so lang, weil ich kann halt nicht lange aus in der Jacke. Ist nicht so lang. Okay, da ich euch jetzt schon mal Merino gezeigt habe, zeige ich jetzt auch einfach noch mal ein paar andere Farben von der Merino. Und zwar zeige ich euch die Merino Cool Wool. Das ist die 160 Meter. Die läuft 160 Meter. Das ist die 100% Merino. Ich zeige euch einfach nur zwei Farben. Ein wunderschönes, ganz sanftes, glattes Garn, was auch für alle klassischen Teile zu stricken ist, für Herrenpullis, für Damenpullis, für Kindersachen, unheimlich gerne. Also eine 100% Merino, die kostet 5,95. Nee, 5,95? Ja, 5,95. Und dann gibt es nämlich in derselben Lauflänge gibt's diese Vintage oder diese auf alt getrimmt, die ist so ein bisschen so im Farbverlauf. Seht ihr das? Die ist so ein bisschen meliert, aber ist dieselbe Wolle, nur ein bisschen anders gefärbt und die ist, glaube ich, ein Euro teurer oder so. Ja. Gell? Die ist 6,95. Also die Vintage, auch die gibt es in ganz vielen Farben. Das ist die 160 Meter. Du musst noch ein bisschen warten. Sie stöhnt schon eben. Sie stöhnt schon. Und dann gibt es die in der Big-Variante auch wieder dieselbe Qualität in Standardfarben. Habe euch jetzt mal andere Farben mitgebracht. Und in einem dieser, da sieht man auch dieses leichte Melange. Das ist wieder die Vintage-Geschichte. Auch für 5,95 und für 6,95. 100% Merino. Super weich, super kuschelig für alle eure Sachen. Und ich habe, Moment. Ja. Es gibt natürlich ein Heft von Lana Grossa und das ist die Merino Edition und da sind ganz viele klassische Modelle drin, mit dieser Merino-Wolle gestrickt, Herrenmodelle, Damenmodelle und wir haben, wie gesagt, auch ganz, ganz viele unterschiedliche Hefte für euch da, wo die Wollqualitäten verstrickt sind und ihr habt die Anleitungen und soll ich mal die Evi befreien? Ganz kurz. Mir wird es echt heiß. Also, hier ist eine Wickeljacke oder vorne zum Knoten von der Tuscany Tweed. Die ist jetzt von Schachenmeier. Ja, das ist also so mit so einem Rippenbündchen. Also, das Muster, das könnt ihr mir auch weiterleiten dann. Aber das ist schön weit geschnitten mit dem Raglan. Also, da hatten auch einiges Platz drunter. Und dieses gibt es natürlich auch in vielen schönen Farben. So, das sind die Knäuel, die sind so ein bisschen tweedmäßig, wie es der Name schon sagt, mit solchen kleinen farbigen Einschlüssen. Und da kann ich euch Muster zeigen, in welchen Farben das alles gibt. Ja. Da ist der Schal. Also wirklich, da gibt es keine Farbe, die es nicht gibt. Also ich kann jetzt nicht anziehen, weil es ist einfach zu warm. Also wir haben die da und die kostet, ja, meine ich, 7,95 oder 8,95, also so um das rum. Ja, und ich bin jetzt schon wieder bereit, der Josie das Bild zu übergeben, weil mir wird es einfach zu heiß. Oh Jesus Gott, da ist ja meine gar nichts drin. Also irgendwie das Timing ist völlig Banane, aber nicht wir sind verkehrt, sondern irgendwas stimmt mit unserem Wetter nicht, weil wir haben Mitte September und eigentlich wäre um die Abendzeit ja so eine Jacke angebracht, aber wir sind so weit davon entfernt. Wir tun es trotzdem. Ihr merkt schon, wir scheuen hier keine Aktion, um euch einfach was Nettes rüberzubringen. Schaut mal, das ist eine wunderschöne Jacke. Die ist im Patent gestrickt, auch wieder mit Raglan und mit einem schönen Schalkragen. Da gibt es auch ein Strickmuster, kann das sein? Gibt's einen Schritt? Ja, das ist in dem Heft drin. Das ist direkt das, was ich da, genau. Schaut mal, das ist das Muster hier oben drauf. Das Heft haben wir natürlich auch. Ja. Das ist Lookbook Nummer 15. Ich glaube, alle, die mit Prolana arbeiten, kennen diese Geschichten. Ich arbeite mich noch rein.
Also es sind ganz, ganz viele tolle Pullis drin. Und wie gesagt, dieses Modell, das ist dieses Modell, was ich hier anhabe. Es ist allerdings aus einer anderen Wolle gestrickt, die ich nicht im Laden habe, aber was Vergleichbares. Und zwar habe ich diese Cool Merino. Das ist eine Merino mit 10% Polyamid und die macht es so ein bisschen anschmiegsamer und auch ein bisschen widerstandsfähiger. Das ist auch wieder so ein gestricktes Bändchen, so rund gestrickt. Das ist also nichts gedreht, sondern es ist gestrickt. Und es ist eben die Merino mit 10% Poly drin. Und wir haben geguckt, wenn ihr diese Wolle hier doppelt nehmt, dann habt ihr diese Dicke, wie die Jacke ist. Ja, das hat mir die Evi vorhin so erklärt. Also dann könnte man einfach diese Wolle nehmen, die doppelt nehmen, dann ist die genauso dick und kuschelig wie das. Aber ich warne euch, das kann man wirklich nur anziehen, wenn ihr, also vielleicht müssen wir den Winter ja wieder Energie sparen, dann haben wir 18 Grad in den Räumen. Und dann könnt ihr diese Jacke auch in euren geheizten Räumen anziehen. Oder in Island. Also wie gesagt, das ist ein wunderschönes, das ist eine Cool Merino mit 10% Polyamid und das sind nur zwei Farben von ganz, ganz vielen Farben, die ich habe. Ich zeige sie euch nochmal. Und das ist das Modell, wunderschön. Und das ist das Heft dazu. Und jetzt ziehe ich das aus. Ja, ich habe es mir jetzt ein bisschen einfach gemacht, weil ich habe nur ein Tuch um. Das ist ein bisschen luftiger. Und das ist aus einer Sockenwolle und zwar von Austermann, die Step Merino Vierfach. Da gibt's, die haben wir jetzt von der Sorte noch in Schwarz-Grau meliert. Da sieht man so die Farben. Das Melierte kommt dann so in Streifen raus. Und das Lochmuster, wo da drin ist, das wurde einfach in einer anderen Farbe, in Uni, dann dazu verstrickt. Also könnte man solche eine Kombi machen. Oder eben mit dem Mint, da kann man auch wunderbar eine Sockenwolle dazu nehmen, wo diese Farben drin sind. Das gibt nochmal einen tollen Effekt. Ja, das ist jetzt die Landlust-Sockenwolle, die läuft natürlich auch 420 Meter, 100 Gramm, also ist auch die gleiche Lauflänge wie das. Und auch ideal für Tücher oder Socken. Ja, ich habe euch nochmal ein paar Flauschqualitäten mitgebracht, weil Flausch wird immer wieder gefragt in allen Varianten und ich finde, es gibt so viele tolle, unterschiedliche Flauschwolle. Ich habe euch einfach nochmal drei Knäuel mitgebracht und die stelle ich euch einfach vor. Ein wunderschönes Grün, so fast ein Smaragdgrün, Alpaca Air. Das ist diese hier und schaut mal, ist ein wunderschönes Grün. Was ich aber gerade entdeckt habe, dass diese Wolle, also dieses Flauschige, dieses Grün-Flauschige ist um einen schwarzen Kernfaden drumherum gesponnen. Schaut mal, seht ihr das? Der Kernfaden innen drin, also das, was relativ viel Stand gibt, das ist schwarz innen drin und außenrum diese Flauschgeschichte ist so mit diesem Grün bzw. mit der passenden Farbe dann drumherum gemacht. Und das gibt einen ganz, ganz tollen Effekt, weil das Schwarz da so rauskommt. Und dann gibt es wirklich so eine ganz, ganz coole Geschichte, weil mit Schwarz leuchten ja die Farben auch immer noch ein ganzes Stück mehr. Und wir haben hier 62% Alpaca, 27% Polyamid. Das wird wahrscheinlich dieser Glanzfaden da in der Mitte sein. Die Polyamid ist meistens dieser Führungsfaden in der Mitte. Und wir haben noch 11% Merino-Wolle, Schurwolle. Alpaca Air läuft 140 Meter pro 50 Gramm, also läuft ziemlich weit und wird gestrickt mit 5,5 bis 6. Wunderschönes Flauschgarn, das ist eine Farbe, Smaragdgrün mit diesem schwarzen Kern und so hat man einfach diesen Spezialeffekt. Dann habe ich euch eine Spuma. Spuma heißt auf Italienisch Schwamm. Und diese Wolle ist auch ein bisschen so. Schaut mal, ihr könnt die so zusammendrücken und dann macht die Bopp und dann ist die wieder groß. Wie so ein Schwamm aus dem Meer auch. Die Kanten sind ja dafür bekannt. Und das ist wieder so ein gestricktes, wie aus der Strickliesel, so ein gestricktes Garn. Ihr kennt das, also alle Stricker kennen das. Es ist nicht in sich, also nicht verzwirrend, sondern es ist gestrickt und ist ganz, ganz flauschig, ganz weich und da ist ganz, ganz viel Luft drin, weil das so voluminös gestrickt ist in sich. Wir haben eine Zusammensetzung von 80% Schurwolle, Merino Superfein steht dabei und 20% Polyamid. Das heißt, ihr habt viel Naturfaser, viel wärmende Wolle. Und das Polyamid macht es ein bisschen pflegeleichter und ein bisschen widerstandsfähiger.
Ich gucke gerade mal nach der Waschanleitung. Da steht auch Handwäsche drauf. Das heißt, es sind halt einfach hochwertige Materialien und die bleiben dann, wenn man sich schon so viel Arbeit macht und so ein Teil strickt, möchte man ja auch lange Spaß dran haben und Freude. Und dann kann man das auch mal von Hand waschen und dann hat man ganz, ganz lange Spaß an so einem hochwertigen Teil. Die Spuma, eine Lauflänge von 110 Meter pro 50 Gramm. Und das Letzte, was ich euch noch zeigen mag, ist diese Natural Alpaka Lungo. Also natürlicher Alpaka in lang. Lungo, weiß nicht, ob vielleicht die Alpaka-Faser hier lang ist. Schaut mal, diese Flusen, die sind ziemlich lang. Das könnte sein, dass es darauf gefasst ist. Oder aber ich sehe gerade, die läuft 190 Meter lang. Also entweder die haben mit dem Lungo gemeint, ich habe da lange Fasern dran, oder die lange Lauflänge. Auf alle Fälle ist sie super kuschelig und super weich und auch so ein richtiges Flauschgarn, was man zu ganz, ganz vielen Sachen verarbeiten kann. Pullover oder Tücher oder diese angesagten Pullunder, einfach ein Pullover ohne Arm, wunderschön. Und auch das jetzt einfach nur ein Farbbeispiel, habe euch nur eins mitgebracht, wunderschöne Wolle. Und das ist die Natural Alpaka Lungo, 190 Meter, 50 Gramm und wird gestrickt mit 4 bis 5. Ah, die Evi hat mal was Warmes gefunden. Ja, bin wieder parat. Und zwar habe ich hier einen Pullunder gemacht. Das ist eine Sockenwolle, also man kann nicht nur Socken aus Sockenwolle stricken, sondern auch wirklich Pullis, Jacken. Und diese ist mit 20% Seide. Die ist so im Farbverlauf von Ferner Wolle aus Österreich. Da haben wir auch eine wunderschöne Wolle dazu. Da haben wir auch noch Seide. Und die ist 60% Wolle, 20% Seide und 20% Polyamid. Und so der Pullunder, den habe ich jetzt ganz genau 2 Knäuel gebraucht, also 200 Gramm. Ganz gerade gestrickt, ist easy zum, ohne Schnittmuster, ohne alles, einfach eine Maschenprobe machen, damit man halt die Breite bestimmen kann. Und dann könnt ihr drauf losstricken, so lange wie ihr wollt. Das heißt, so bis der Knäuel fertig ist. Also, außer macht es länger, da braucht ihr natürlich 3 Knäule. Ja, und da haben wir natürlich auch verschiedene Farben in diesem Farbverlauf von der Seide. Oder einfach auch nur Socken, ist auch schön. Oder? Ich glaube, ich habe das letzte Teil an, was wir ja in gestrickter Variante da haben. Nee. Ah, die ziehst du an. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, dass ich, wenn ich eine Schurwolle anziehe, also ich selber bin mit Schurwolle so ein bisschen auf Kriegsfuß, nicht weil ich sie nicht mag, sondern weil meine Haut sagt, nein, du kratzest. Und das habe ich einfach immer schon. Und es gibt jetzt Varianten, also wie diese Seide, da sind auch 50% Wolle drin. Aber das kann ich jetzt wirklich ganz einfach auf meinen nackten Armen und so tragen. Das macht gar nichts, weil die super weich ist. Und dann gibt es wunderschöne Qualitäten, die einfach ein bisschen derber sind, also für mich einfach etwas derber sind. Die ziehe ich dann zwar an, um sie euch zu zeigen, aber es ist schon heldenhaft, dass ich die dann 2-3 Minuten anhabe. Hinterher einfach alles kribbelt und alles irgendwie an mir so gut durchblutet ist. Ja. Aber das passiert hier nicht. Ich habe wieder, so wie gerade eben, die Evi, die Sockenwolle mit Seide, habe ich eine Wolle mit Seide. Und zwar 50 zu 50. Und das ist wieder eine Wolle von unserem österreichischen Handelspartner, Ferner, also Lungauer Ferner Wolle. Und die kommt aus Österreich. Eine wunderschöne, ganz weiche Wolle, ein super schöner Glanz. Da habe ich jetzt dieses Grün und so ein Naturweiß und das ist wirklich, schaut mal, das sieht so aus und das sieht so aus, hat Evi gestrickt mit einem ganz einfachen geraden Strich, einen Schnitt und hat Ärmel da dran gemacht und mit Fallmaschen. Das ist ein Modell mit Fallmaschen, auch sowas gibt es immer wieder zu sehen und das macht es so ein bisschen luftiger und das trägt sich wirklich ganz weich, gut. Also ja. Wenn du den nicht magst, nehme ich den auch. Also das ist jetzt was ich anziehen kann. Habe noch ein Pink dabei, schaut mal, wunderschöne Farben. Und habe ich ja schon gesagt, 50 Wolle und 50% Seide. Ferner Wolle hat auch diese Moleskine-Frei-Geschichte. Also das werden die Tiere nicht so hochgezüchtet, dass die noch, immer noch mehr Wolle produzieren, sondern man guckt, dass es ihnen gut geht. Sie läuft 130 Meter und wird gestrickt mit 4 bis 5. So. Das war's. Evi. Ah, die Evi zieht jetzt die allerletzte, ganz warme Jacke an. Die allerletzte. Und das ist eine Jacke, die ich nicht anziehen kann, wenn ich noch so heldenhaft hier hinstehe. Aber die Evi macht das, weil die kann das nämlich auch, ja. So wie die allermeisten auch. Genau. Da haben wir wieder einen Farbverlauf, Garn, und man sieht schon, in der
Stricktechnik, da kommt dann natürlich, das sind lauter Dreiecke gestrickt und jedes ist dann anders. Und alles aus einem Knäuel. Das ist von hinten so. Und man kann natürlich auch einfach nur Streifen stricken, da kommt es so raus. Das ist auch schön. Das Muster, das kann man dann auch, kann ich euch dann sagen, woher das ist. Das bereiten wir dann alles vor. Und das gibt es natürlich in Knallfarben oder so original, wie das ist, dann in den Blautönen. Was natürlich auch cool ist mit dem Grün. Oder dann das dunklere Grün. Und das ist die Impressioni von Schachenmeier. Und die, oh, das beißt, so langsam wird es warm. 75 Schurwolle und 25 Polyamid. Also man könnte sogar längere Socke mitstricken. Mhm. Ja. Das haben wir, und die kostet 14,95, sind 100 Gramm. Ein Knäuel 100 Gramm. Und die läuft? Die läuft 420 Meter, nee, weißt du? 290. 290, okay, ein bisschen dicker. Also so dickere Socken. So, und wir haben euch jetzt ganz, ganz viele Sachen gezeigt und wir haben natürlich auch Anleitungen. Wir haben, da wir Lana Grossa ja erst jetzt in dieser Saison zu ins Sortiment genommen haben, ich finde es immer sehr, sehr passend, weil man einfach die passenden Anleitungshefte und Broschüren da hat und man kann einfach auch sich da ganz gemütlich auch mal bei uns im Laden umschauen und gucken, was ist da drin. Die passende Wolle suchen wir gerne mit euch zusammen raus. Und notfalls können wir sie auch bestellen. Gell? Wenn wir irgendwas nicht im Laden haben, haben wir natürlich die Möglichkeit, das für euch zu bestellen. Und ein paar Hefte haben wir euch ja schon gezeigt. Die aktuellen finden sich eben alle bei uns im Laden. Ich zeige euch jetzt nochmal zwei spezielle Hefte, drei. Das eine ist das Lana Grossa Trachten. Das ist alle zeitlos, weil Trachten werden ja immer wieder gestrickt. Da kann man wirklich so hochwertige Sachen tragen, stricken und die trägt man eigentlich ein ganzes Leben. Die werden halt immer wieder neu aufgelegt. Es gibt immer wieder eine Besonderheit oder auch bei Trachten gibt es ein bisschen was Modisches, so ein bisschen so ein Accessoire oder so ein bestimmter Abschluss oder so. Aber wie gesagt, Trachtenmode für dieses Jahr wahrscheinlich schon etwas spät, wenn man das jetzt auf den Herbst machen will, aber man kann ja jetzt anfangen und nächste Saison dann eine schöne Trachtenjacke haben. Dieses Heft haben wir hier und dann haben wir ein Lana Grossa Häkel Special. Das ist für alle Häkelfans. Es gibt ja dann die Stricker und es gibt die Häkler und das ist jetzt wirklich für alle die einfach eingefleischt alles umhäkeln und umgarnen rund um sich rum. Es gibt Tops, es gibt Jäckchen, es gibt ganz tolle Sachen. Also hier für alle die ein tolles Häkelheft brauchen und sich mal anschauen wollen, Ideen sammeln und natürlich bei uns auch käuflich zu erwerben, gibt es ein Häkel-Special. Und das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte, was ich mir hier parat gelegt habe, ist das Tücher und Co. Ist ja auch ganz großes Thema, Tücher stricken und häkeln in allen Varianten, in ganz, ganz groß oder als klassisch als Schal mit Franze. Hier gibt es alles, was das Wickelherz irgendwie begehrt und glücklich macht und natürlich die Materialien so oder ähnlich, genau, gibt es bei uns zu haben. Ein Tücherheft, auch entweder ganz, ganz grob mit dicker Wolle gestrickt oder auch so in feiner Wolle, ganz filigran, die gibt es hier drin. Und das war das dritte Heft, das ich euch zeigen wollte. Hast du wieder was Gestricktes an? Nee. Nichts Gestricktes mehr. Sind wir mit Stricken durch? Wir sind durch jetzt für heute Abend. Genau, okay. Ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Inspiration. Ja, inspiriert für euer nächstes Strickprojekt. Jetzt kommen wieder die kühleren Tage, da kann man wunderbar stricken. Was es bei uns natürlich auch gibt, wir haben Stricknadeln, wir haben Rundstricknadeln, wir haben Sockenstricknadeln, wir haben Maschenmarkierer. Soll ich noch was? Also alles, was ihr rund um Stricken alles, braucht, ja. Haben wir fast alles da. Also schon so, findet sich bei uns. Genau, ja. In diesem Sinne. Dann war es wieder so. Für heute, dann sehen wir uns nächste Woche. Mhm. Vielleicht wieder mit ein bisschen Stoff. Ah, ja. Mal gucken.
Wir sind ja ein Stoffladen, wir dealen mit Stoff völlig legal, aber die Damen und Herren gehen immer völlig beglückt hier raus. Also es ist, ist schon was dran, gell? Ist schon was dran. Stoff. Mhm. Genau. In diesem Sinne, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch was Besonderes braucht oder wissen wollt, uns einfach bombardieren mit den Fragen über die üblichen Kanäle und wir werden die nach bestem Wissen und Gewissen beantworten und eure Wünsche erfüllen. Ja, es kommt näher, weil ich habe nicht so lange Arm. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Tschüss.